به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تا زیان آتبر شود. که ما جواب نها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب، به عشق و بوسه ها. Also, ich habe diese Woche wieder mal diese ganzen Bilder gesehen von den Frauen, die im Iran auf die Straße gehen und dort ohne Kopftuch ganz normal im Alltag vielleicht einkaufen gehen auf die, oder in den Parks. Jetzt wird das Wetter auch wieder sehr schön. Wurde gestern Abend auch im Ferdowsi Park in Teheran eine Party gefeiert, ja, also mit Gitarristen, die dort Musik gemacht haben, und die jungen Menschen, die dort einfach ihr ganz normales, was wir, so wie wir es kennen, leben möchten. Und ich finde, so wie ich das auch im Iran erlebt habe, sage ich öfters mal, die Iranerinnen und Iraner haben so einen schönen Hang zum Anarchismus, dass sie sich nicht so sehr an die Regeln halten unbedingt, die ihnen vorgegeben werden. Und das Regime macht ja nun wirklich eine Regel nach der anderen, versucht alles mit Gewalt durchzusetzen. Und ich glaube auf diesem Wege, dass sie durch zivilen Ungehorsam, auch nicht immer so organisiert, das ist natürlich ein Problem, diese Nichtorganisierung. Aber trotzdem ist es halt so, dass sie dieses Regime immer wieder in Ungleichgewicht bringen, durch den zivilen Ungehorsam. Und zwar durch die ganz, ganz mutigen Menschen, die sogar alleine in die Straßen der größeren, aber auch der kleineren Städte gehen und dann dort ein Zeichen geben, und andere sehen das wieder und machen dann beim nächsten Mal das mit. Und das ist wichtig, das den Menschen auch hier so ein bisschen mitzugeben, klarzumachen, dass jeder einzelne Schritt, dass jeder, der hier zum Beispiel hierher kommt, aber der auch im Alltag hier darüber spricht, was dort passiert, dass genau das eben dazu führt, dass solche Machtkonstellationen ins Wanken geraten. Und dass sie eben nicht einfach nur per Gesetz regieren können, sondern es kommt darauf an, dass die Menschen das nicht mehr so mitmachen, dass die Menschen einen ganz anderen Weg gehen, dass sie sagen, das mache ich nicht mehr mit. Alles, was Schudesch gerade gesagt hat, diese Hinrichtungen, diese Gewalt, die auf den Straßen, aber auch in den Gefängnissen stattfindet, dass man sagt, das halte ich nicht mehr aus, das mache ich nicht mehr mit, und ich gehe persönlich einen Schritt. Das machen die Menschen im Iran, das können wir hier auch tun. Und dann hoffe ich, dass wir alle zusammen dann hierher kommen und dass wir eben zusammen einen Schritt gehen. Darauf. Ah!
Subhanallah.